Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Jan. Willkommen zur ersten RLE Talkshow über die Pro Series. Ich bin der Moderator, mein Name ist Jan und mit dazugeschaltet ist der Co-Kommentator Mike. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich unglaublich darauf, dass wir hier euch ein neues Format präsentieren können mit dieser Talkshow. Absolut, das ist heute die Pilotfolge. Wir freuen uns beide schon. Viele Wochen der Vorbereitung sind gelaufen, um das hier jetzt zu machen. Auch gelaufen sind Abstimmungen, und zwar über den Rest der Saison. Dazu informieren wir euch jetzt nochmal kurz. Es gibt nämlich noch 5 Rennen in dieser Saison. Welche, das sehen wir gleich. Mickey Phipps und Venom sind heute mit dabei. Außerdem wurde Deutschland gefahren am letzten Sonntag. Leider wurde das nicht übertragen, aber wir können euch trotzdem hier anhand der Tabelle zeigen, wie denn das Ganze ausgegangen ist. Hier übrigens für euch als Information das Ganze auf der Webseite, die Tabelle könnt ihr auch nachschauen, natürlich auch in der Videobeschreibung mit verlinkt. Knut ist dort auf Platz 1, Bojan Platz 2 und Dragan insgesamt auf Platz 3. Aber wir wollen natürlich sehen, wer auf dem Podium stand, und zwar in Deutschland. Und da stand Dragan auf Platz 1, sein zweiter Sieg in dieser Saison. Bojan konnte auch mal wieder ganz oben mit dabei sein auf Platz 2. Und Perpetuum war auf Platz 3. Das soweit zum Podium. Heute auch noch interessant für uns. Venoms und Mickey Phipps, die sind auf Platz 6 und Platz 7 in Deutschland gelandet. Außerdem hatten wir auch schon angesprochen, die letzten 5 Rennen, Mike. Das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend, oder? Also 5 Rennen. Damit haben wir gar nicht so gerechnet. Ja, wir haben uns jetzt dafür entschieden zu sagen, wir fahren bis zu dem neuen Formel 1 Teil F1 2020 nur noch 5 weitere Rennen. Und da durften ja dann auch die Fahrer mit abstimmen, was für Rennen jetzt gefahren werden. Und wir starten jetzt an diesem Wochenende, also morgen, mit Belgien. Da sind wir auch wieder mit dabei, hoffen natürlich auf ein cooles Rennen. Und dann fahren wir jetzt noch 5 weitere Rennen und dann können wir uns auf eine neue Saison freuen. Das hat uns natürlich jetzt in dem Sinne ein bisschen überrascht, dass man sagt, hey, wir haben jetzt einen verkürzten Abschluss. Also wir haben jetzt nur noch 5 Rennen, bis dann tatsächlich das spannend. Ja, genau, bis dann tatsächlich das Ende ist. Also wenn man hier auf die Tabelle guckt, wie du schon gesagt hast, da haben wir oben Knut, Bojan, Dragan und die sind ja relativ nah beieinander, vor allem Bojan und Knut. Und Dragan, Perpetuum oder sowas, also da gibt's ganz, ganz viele spannende Duelle, wo wir dann einfach drauf gucken müssen in den nächsten Rennen und sagen, hey, es gibt nur noch 5 Rennen, was ist hier noch möglich, was wird hier passieren? Da sprechen wir dann gleich auch nochmal mit den Fahrern drüber, das wird super interessant. Genau, also das ist schon angesprochen, Bojan und Knut, 137 Punkte, die sind zusammen sogar auf Platz 1. Dann Dragan und Perpetuum, beide 119 Punkte, sind zusammen auf Platz 2 genau, quasi. Genau. Also es ist unglaublich, was hier in diesen 5 Rennen noch passiert. Und jetzt kommt es auch, was für 5 Rennen haben wir. Wir fahren jetzt am Sonntag um 20 Uhr Belgien, dann kommt Italien, Russland, Ungarn und am letzten Rennen haben wir Brasilien als Saisonabschluss. Und dann geht es nämlich schon im F1 2020 weiter mit einer neuen Saison. Also, da dürfen wir uns auf jeden Fall auf was richtig Tolles und Spannendes freuen. Also, soweit zur Statistik. Ich bewege mich jetzt auf den heiligen Talk-Moderator-Stuhl und dann geht's los mit dabei Mickey Phipps und Venoms. Ich freue mich. Also, jetzt zugeschaltet an meiner Seite Venoms und Mickey Phipps. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Jo. Hallo. Also, wir fangen erstmal an. Wir müssen so ein bisschen über die vergangenen Rennen sprechen. Und da spreche ich auch am ersten Mal Deutschland an, weil das konnten wir alle leider nicht sehen. Da seid ihr Platz 6 des Venoms geworden, wenn ihr richtig informiert sind. Und Mickey Phipps, du bist 7. geworden, ist das korrekt? Ja. Ja, Venoms, du bist ja auch neu. Oder relativ neu. Du bist zumindest nicht zum Anfang der Saison mit dabei gewesen. Wie kam es denn dazu? Naja, also ich wurde erst spät aufmerksam auf die Pro Series und habe mich da relativ schnell beworben und habe dann ab Spanien losgelegt. Ja. Okay. Ja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Wie ist denn das gewesen? Also wie bist du darauf aufmerksam geworden? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also ich war in der RLE Liga 1 und ja,
als ich dann gesehen habe, dass meine Kumpels ja auch jetzt in der Pro Series fahren, dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Fährst du einfach mal damit, also meldest dich mal an bei Chris. Und ja, dazu ist es jetzt gekommen. Und jetzt war ich in der Pro Series als Stamm. Die Pro Series soll ja auch so ein bisschen so, ja, das Steckenpferd von den Formel 1 Ligen der RLE sein. So würde ich der Vorreiter, siehst du das auch so oder kann da sich zu den anderen Ligen noch mehr verbessern? Hebt es sich doch nicht ganz so doll ab, wie es gewünscht ist? Also ich finde, das Fahrerfeld von der Pro Series ist mit einer der stärksten Fahrerfelder, die es in manchen Ligen gibt. Also ich finde, Konkurrenzkampf ist da das Maß aller Dinge. Und ja, macht auch sehr viel Spaß. Okay, Mickey Phipps, wie bist du denn dazu gekommen? Siehst du das auch so oder bist du auch schon vorher quasi in anderen Rennserien bei RLE gefahren? Ja, ich bin vorher in der Liga 3 gefahren. Dann eine Saison später Liga 1, dann als die Pro Series eröffnet wurde, war ich von Anfang an dabei. Genau, das ist ja schon ein ziemlicher Sprung. Merkst du das auch selber, dass du immer mehr gefordert wurdest oder wie sah es bei dir in den anderen Ligen aus? Ja, also von Pro Series zum Rest, man merkt schon einen Unterschied. Also Liga 1 bin ich noch vorne mitgefahren in meinen guten Rennen. Pro Series ist eher so oberes Mittelfeld, vielleicht mal Nähe Podium wie Kanada, aber ganz vorne, das, ja, nee, das geht nicht mehr. Nicht mehr so einfach. Ja, wir hatten ja leider Corona-bedingt jetzt auch so ein paar Ausfälle und ja, da muss der Mike auch lachen. Also zum Beispiel in Monaco sind wir leider gar nicht gefahren. Das wird jetzt auch leider auch nicht mehr nachgeholt, war ja mein Favorite tatsächlich. Gibt es da bei euch irgendeine Strecke, die euch jetzt noch groß fehlt, die ihr unbedingt eigentlich fahren wolltet? Also bei mir ehrlich gesagt nicht. Bei mir sind jetzt alle Favorite-Strecken mit dabei, die es noch gibt. Und dass Monaco jetzt ausfällt, ist für mich jetzt auch nicht schlimm, da ich Controller-Fahrer bin und das einfach über 50%. Irgendwann kriegst du halt einen Handkrampf und ja, das fühle ich jetzt nicht so. Also mir ist ganz klar, Japan und Monaco fehlen. Japan, weil es einfach eine geile Strecke ist, und in Monaco bin ich einfach gut. Da würde ich auch meine, habe ich am Anfang der Saison auch meine besten Chancen gesehen, um vorne mitzufahren. Aber ja, jetzt war es das dann wohl. Ja, das ist ja auch interessant zu hören. Also Venoms fährt mit Controller. Mickey Phipps, wie sieht es bei dir aus? Ich fahre mit Lenkrad. Ja, da habe ich auch schon in der ganzen Pro Series verschiedene Meinungen gehört. Also die einen fahren mit Controller, die anderen mit Lenkrad. Mickey Phipps, du kennst jetzt bestimmt beide schon, hast bestimmt auch mit Controller angefangen. Ja. Und ist das eine oder andere leichter als das andere? Ich weiß es gar nicht genau. Ich würde mir behaupten, Monaco ist schon deutlich leichter mit Lenkrad, aber sonst ist es nur Gewöhnungssache, was man halt besser kann. Ja, das finde ich auch. Also man hat ganz, ganz oft, das kenne ich auch selber, diese Zeit, wo man sich einfach reinfinden muss, wo man dann sagt, so jetzt bin ich auf Lenkrad eingefahren und da funktionieren die Strecken dann einfach besser. Und ich denke, dass die Möglichkeiten mit Lenkrad doch relativ hoch sind. Was ihr vorhin gesagt habt, was ich sehr interessant fand, Venoms hat das angesprochen, dass du ein, zwei Kumpels in der Pro Series hast. Das ist ganz, ganz interessant für mich zu wissen, ob man sich untereinander dann auch kennt, verständigt, miteinander was macht, auch vielleicht privat irgendwie, oder geht es da hauptsächlich nur um Formel 1? Also ich kenne schon nicht nur ein paar, also ich kenne schon etwas mehrere Leute in der Pro Series, unter anderem die serbischen Brüder Bojan und Dragan. Und ja, wir sind auch in WhatsApp sind wir, also wir sind echt gut miteinander, spielen außerhalb Formel 1 auch vieles andere zusammen, chillen in den Partys zusammen. Also wir machen viel miteinander. Und wie kam es dazu, wenn man da fragen darf? Naja, da ich auch serbischer Nationalität bin, war es jetzt eigentlich sehr einfach mit Hat denen. man sich schnell gefunden, okay. Genau, ja. Aber es geht ja auch um über personelles Charakter, wie zum Beispiel jetzt bei Twitch, der ist echt ein guter Junge und ich finde den mit am lustigsten und mit dem kann man sich auch sehr gut unterhalten und bin mit dem auch privat sehr gut.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant zu hören, was bei mir da gleich als Frage aufkommt. Man möchte natürlich auch ein bisschen so das Alter rausfinden oder wissen, dass man sagt, gibt es da in eurer Postgres sehr, sehr große Altersunterschiede oder seid ihr da auf einem Level, dass man sich dementsprechend auch besser versteht dann? Ich glaube, der Altersunterschied ist nicht so groß. Also jetzt mittlerweile kenne ich jetzt ja Bojan, Dragon und Twitch und alle anderen sehr gut. Und zwar denke ich, sind wir so zwischen 17 bis 24 gut dabei. Also es gibt schon ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind schon noch echt jugendlich. Ja, ich denke, das ist auch ganz schön harmonisch dann. Mickey, ja. Phipps, Eindrücke dazu. Bist du auch mit ein paar befreundet oder... Bist du eher so der Einzelkämpfer, der hier sich durch die Liga steckt? Was heißt befreundet? Also man ist manchmal in einer Party dabei oder so, aber schreibt ein bisschen über WhatsApp, wenn es ein paar Fälle gab. Aber jetzt tagtäglich, eigentlich spiele ich nur Formel 1 mit denen. Ja, ja. Viel mehr kann man auch durchaus verstehen. Vielleicht ist das auch eine bessere Lösung für diesen Kampf dann, für diese Pro Series. Ja, sehr genau. Interessant. Dein Teampartner, Mickey Phipps, also Deep Klaus, bist du denn da im Team? Arbeitet man da viel zusammen oder sagt sich irgendwie taktisch da was abgesprochen oder passiert das noch nicht? Leider noch nicht, aber es wäre schon hilfreich, wenn man mal, also es kann schon helfen, wenn man es macht. Es wäre ein Vorteil. Also macht es schon Sinn, es zu machen. Wie sieht es da bei dir aus? Also bei uns gibt es eigentlich auch nicht sehr viel Taktisches. Nur zum Beispiel, wenn jetzt einer von uns beiden in Führung liegt, dass er dann auch bei Überrundungen vorbeigelassen wird. Aber es ist ja logisch. Ansonsten haben wir da nicht viel zu bereden. Nee. So, wir hatten es ja vorhin mal angesprochen, dass wir die 5 Rennen noch haben, die jetzt übrig sind. Jetzt steht ihr beide auf so einem Platz, wo man sagt, es ist sehr ungewiss. Wir haben jetzt hier mit Venoms jemanden, der ja nicht von Anfang an mitfährt. Du bist seit Spanien dabei und hast jetzt nur noch 5 Rennen. Du bist bisher sehr gut gefahren, hast jetzt nur noch 5 Rennen, um dich da hochzuarbeiten. Ist das eher ein Nachteil? Glaubst du, du schaffst da noch was? Naja, mit der Kürzung jetzt vom Kalender sieht es jetzt ein bisschen schwieriger aus. Die ersten Rennen war natürlich Bombe, hat alles funktioniert. Bin mit einem explosiven Start mit Platz 1 direkt nach oben geschossen, aber dann kam ein kleiner Rückschlag in Deutschland. Da ich seit 2 Wochen kein Internet hatte, konnte ich auch 2 Wochen nicht fahren. Ja, jetzt mit den weiteren Rennen sehe ich mich sehr gut, aber man muss immer realistisch bleiben und der Titelkampf ist, wenn jetzt nichts passiert, bin ich schon mal draußen. Also außer die gehen jetzt alle DNF 5 Rennen lang, was ich jetzt eher nicht denke. Ja, da ist der Konkurrenzkampf, wie Mickey Phipps vorhin schon angedeutet hat, sehr, sehr hoch, weil es halt sehr, sehr gute Fahrer sind. Ja, genau. Mickey Phipps, bei dir so ein bisschen die Saison, es gab das ein oder andere Rennen, wo 0 Punkte drin stehen. Was erwartet man sich da jetzt dann noch für die nächsten Rennen? Will man da noch angreifen oder sagt man jetzt so, ja, naja, Platz 9, ich bin viel zu weit entfernt, da fahre ich jetzt nur locker zu Ende und greife in der neuen Saison an? Also ich glaube, Platz 8 ist schon noch möglich, aber du hast recht, also in manchen Rennen 0 Punkte. Ja, war unnötig. Nicht immer war man selber schuld, aber es soll einfach nicht passieren, dass man 0 Punkte holt, obwohl man eigentlich gut im Mittelfeld mitfährt. Das macht dann halt am Ende den Unterschied aus, wo man landet. Ja, was bei dir sehr lobenswert ist, ich habe gesehen, du hast alle Rennen durchgefahren bisher. Und ja. Wie sieht das bei dir aus? Was machst du nebenbei? Wie kommt das, dass du so viel Zeit hast, weil dann doch gefühlt jeder Fahrer mal ein Rennen aussetzen musste? Also eigentlich, ich weiß nicht, was die Leute Sonntagabends machen, aber ich mach da nichts. Also setzt du dich quasi auch schon dafür ein, dass du sagst, ich will da mitfahren, ich gebe da Gas. Ja, ja, schon. Man übt ja auch noch oft. Ja, erzähl. Ja, bei Pro Series da, man übt natürlich auch drauf. Und weiß ich, also sonntags mache ich eigentlich nie was, abends vor allem. Wenn dann samstags, aber sonntags eigentlich nicht. Ja, üben ist ein gutes Stichwort. Du hast es einmal geschafft, in
Kanada war das. Platz 2 ist es da. Also du hast bis aufs Podium hast es hochgeschafft. Bis jetzt deine beste Saisonleistung. Ist es denn bei dir generell so, dass du manche Strecken mehr trainierst als andere oder so? Oder siehst du, hast du da irgendwelche generellen Stärken, wo du dir schon mehr ausmalen kannst als auf anderen Strecken? Tatsächlich würde ich mich überall relativ gleich sehen und ich trainiere auch nicht. Also ja, eigentlich immer für jede Strecke eigentlich relativ gleich. Kanada hat es halt mit Strategie hat gestimmt. Umstände waren gut mit Regen, Trocken und so weiter. Andere Taktik gefahren als der Rest. Und ja, so funktioniert es dann halt. Taktik, ein ganz gutes Thema. Und dazu passt ja auch immer so das Spiel mit Regen, Safety Car. Hatten wir in dieser Saison wirklich schon ziemlich viel. Am Ende ist dann auch immer mal wieder was mit Strafen ganz durcheinander gekommen. Wie habt ihr denn das Gefühl, ist so ein Rennen tatsächlich vorplanbar? Also kann man sich irgendwie auf eine bestimmte Strategie irgendwie vorher einfahren oder kommt dann im Rennen doch immer alles anders? Also ich würde mal sagen, kann schon vorher so ein bisschen ausdenken, was man macht, aber ein Safety Car, man kann eigentlich alles wieder hinwerfen, also dass man schon genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, wenn es funktionieren soll. Ja, da stimme ich zu. Also ich plane immer mit dem schlimmsten Fall. Ja, also man muss immer mit dem schlimmsten rechnen. Das ist dann entweder Safety Car oder DNF. Also ja, also planbar ist ein Rennen definitiv nicht. Ja, DNF hatte zum Beispiel Mickey Phipps noch gar nicht. Venoms, du hattest das beim zweiten Rennen, das ist in Kanada tatsächlich gewesen. Da war, das war wirklich ein ganz verrücktes Rennen mit ganz viel Regen, hatte Mickey Phipps ja auch gerade schon angesprochen. Mehrere Safety Cars hatten wir da auch. Aber was wir da auch hatten und sonst eigentlich auch ziemlich jedem Rennen, vor allen Dingen Frankreich ist mir da auch noch in Erinnerung, und zwar Strafen. Also die bringen quasi alles durcheinander. Auch für uns Moderatoren ist das eine ganz schwierige Situation mit den Strafen, weil wir bis alle die Ziellinie überquert haben, einfach auch gar nicht wissen, wo stehen sie denn jetzt tatsächlich? Was ist denn da los? Und deswegen möchte ich mal eure Meinung dazu wissen, wie ist das mit den Strafen? Ist es teilweise zu streng oder sagt ihr, das macht so ein bisschen auch die Spannung raus oder macht die Zweikämpfe viel, viel schwieriger einzuschätzen, ob es sich jetzt lohnt, diesen Zweikampf zu gehen? Hat er da vorher vielleicht irgendwie 3, 6 oder 9 Sekunden Strafen sogar? Was macht das mit euch, diese Ungewissheit? Also konkret zu sagen, wenn man jetzt beide Seiten nebeneinander legt, zum Beispiel Real Life und jetzt F1 2019, da merkt man schon, dass in Real Life halt man sehr viel mehr von der Bahn abkommen kann, währenddessen man in F1 2019 einfach um Millimeter fahren muss. Und zum Beispiel jetzt in Frankreich hatte ich eine Strafe bekommen, wo ich hinter Dragan als Zweiter war, wo ich mein ERS umgestellt habe und Millimeter aus der Strecke kam und dafür hatte ich eine Strafe bekommen. Also das ist schon echt hart, was hier Strafen angeht in diesem Spiel. Ich finde es, glaube ich, auch teilweise echt also man muss sich mehr anstrengen als in Real Life zum Beispiel. Also in Real Life musst du halt, kannst halt fahren und wenn du ein bisschen weiter rauskommst, ist es ja egal, aber hier musst du auf den Punkt genau deinen Einlenkpunkt und Bremspunkt finden, sonst kriegst du halt Strafen. Ja. Mickey Phipps, was sagst du dazu? Hast du da also, auch eine andere Meinung oder sagst du dasselbe? Im Grunde genommen hat er recht. Für mich sind die Strafen zwar gut, weil ich eigentlich immer entweder ohne Strafe oder mit weniger als die anderen durchkomme. Aber wenn man im Zweikampf ist, dann ist es eigentlich so gut wie unmöglich, die Track Limits einzuhalten, wenn man einfach nicht in die Kurve reinsieht. Und da wäre es vielleicht besser, wenn man eine andere Lösung vom Spiel findet, als weil für den Stream ist es extrem unübersichtlich, wer am Ende wo ist, wie viele Strafen hat wer und so weiter. Ja, für die Zuschauer bestimmt auch ganz interessant. Seht ihr denn selber, ob der, oder bekommt ihr es irgendwie mit, ob der vor euch oder hinter euch eine Strafe hat oder nicht, oder wie viele? Weil das ist ja auch immer ganz wichtig.
den Renningenieur fragen, davor oder der Fahrer dahinter. Und dann der sagt dann am Ende, wie viele Strafen. Okay, also das auch eine ganz wichtige Information. Also die Fahrer können es tatsächlich wissen. Habe ich auch schon gelesen, dass da sich viel in eurem Discord-Channel darüber aufgeregt wurde, dass irgendwer einen Attack quasi gemacht hat, einen Angriff in die Kurve gefahren ist, obwohl er doch eigentlich zeitstrafenmäßig da gar keine Chance hatte, das irgendwie zu schaffen. Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant. Die Zeitstrafen machen es, ja, fast zu einem Zufallsprodukt, möchte ich sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Was ich dazu noch schnell einwerfen möchte, das sprechen wir noch ganz kurz mal an. Venoms hat nämlich erzählt, dass das Ganze in F1 2019 so streng ist. Und wir gucken ja jetzt immer schon ein bisschen im Hinblick auf unsere 5 Rennen. Wir gucken immer schon ein bisschen im Hinblick auf F1 2020. Könnt ihr gerne beide nochmal eure Meinung äußern. Wo brauchen wir als RLE, auch vor allem in der Pro Series, Unterstützung vom neuen Spiel F1 2020? Wo seht ihr da Baustellen, was das Spiel selber besser machen müsste, um unsere Liga auch besser zu machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal behaupten, aber das ist jetzt schon auch gut im Griff, und zwar die Strafen halt fürs Cutten. Aber das wird jetzt schon teilweise in F1 2019 von den Stewards auch gut bewacht und wird auch gut geregelt. Unfälle sollten natürlich dann auch vielleicht etwas härter bewertet werden sollen. Aber mehr fällt mir auch nicht ein, weil die Stewards haben alles im Griff und machen auch ihren Job sehr gut. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Lob an die. Michi Phipps, was sagst du zum neuen F1-Teil? Auf was hoffst du da? Was kann besser werden? Was muss besser werden, damit es für dich spielbarer ist? Also ich hoffe für den Stream erstmal, dass man, falls man das mit den Zeitstrafen so beibehält, dass ihr das irgendwie sehen könnt an der Tabelle links, wer wie viele hat. Dann ist es einfach übersichtlicher. Ihr wisst, wer ungefähr wo rauskommt am Ende. Und einfach... Vielleicht auch eine Live-Tabelle, also das fände ich ganz interessant, würde ich mal sagen. Ja, das wäre auf jeden Fall auch gut. Oder Replay-System, das kam ja jetzt nur durch euch rein. Im Spiel gibt es das eigentlich gar nicht. Ja, das sind noch so Schwachstellen, also das würden wir uns auf jeden Fall mal wünschen. Da können wir auch noch in einer weiteren Talkshow mal drüber reden. Jetzt schwenken wir rüber und schwenken mal kurz auf Belgien und gehen dann nochmal genau ins Detail. Genau, also Belgien am Sonntag um 20 Uhr und ihr bekommt jetzt einen kleinen Trailer, was die Strecke zu bieten hat. Viel Spaß! So, zurück im Studio. Belgien, 20 Uhr haben wir ja gerade gesehen. Ist eine der längsten Strecken, beziehungsweise die längste Strecke der Kilometeranzahl
im Rennkalender. Hier ist gerade vor allen Dingen bei uns, dem gekürzten Rennkalender. Aber hat eine ganz schwierige, ja, einen ganz schwierigen Punkt, eine Kurve, die Eau Rouge. Ist das für euch beide ein Thema, ein Erzfeind quasi schon? Also ich sehe mein Schwachpunkt ganz woanders als in Eau Rouge, weil Eau Rouge jetzt teilweise durch die neuen, also immer technologischer fortschreitenden Autos immer einfacher wird und man sie jetzt einfach nur Vollgas nimmt und einfach nur ein bisschen lenkt. Ich sehe meine Schwachstelle eher bei der schnellen Linkskurve. Die bergab schnelle Linkskurve. Ja. Da sehe ich eher meine Probleme. Name, schwer, keine Ahnung, weiß ich ja, nicht. Ja, ist halt sehr lang gezogen und da ist also auch das ist tatsächlich ziemlich ekelhaft, wenn man da mit einem Reifen draufkommt, kann das Heck da ganz schnell mal ausbrechen. Genau. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Stelle. Micky Phipps, wie sieht's denn bei dir aus? Also Eau Rouge ist eher kein Problem am Anfang. Wenn die Reifen ein bisschen schlechter werden, wird das schon kritisch. Dann kann man vielleicht nicht mehr ganz voll durchfahren. Aber in Belgien finde ich eher der Mittelsektor, der ja schwierig ist. Die Kurve, ich weiß nicht, wie vielte das ist, keine Ahnung. Wo man ohne ABS ist es fast unmöglich, da keinen stehenden Reifen zu haben. Und auch die Linkskurve, wenn man da auf den Curb kommt, dann war es das eigentlich. Aber Belgien ist eine extrem geile Strecke und ich freue mich eigentlich schon drauf. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Belgien, geile Strecke. Wir freuen uns als Kommentatorenteam natürlich auch ganz doll drauf. Habt ihr denn schon für diese Strecke trainiert? Ja, ich habe auf jeden Fall trainiert, habe schon einige Grand Prix Simulationen so gesagt hinter mir. Qualifying Sessions habe ich auch schon hinter mir. Also ja, morgen geht's dann nochmal. Also am Samstag trainiere ich dann nochmal und ja, hoffe dann auf ein gutes Ergebnis. Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel trainiert, habe mich ein bisschen eingefahren im Zeitfahren. Und schon Grand Prix angefangen, aber ich hatte vor, jetzt, wo es Richtung Wochenende geht, richtig loszulegen und dass ich wieder hinterherkomme mit den Vorderen. Da möchte ich ganz kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hast, Zeitfahren. Das würde mich tatsächlich interessieren. Fahrt ihr, wenn ihr trainiert, weil jetzt Venoms gesagt hat, Grand Prix, fahrt ihr dann nur Grand Prix, mehr Zeitfahren, vielleicht nur Zeitfahren? Also ich mache eine Mischung draus, da Zeitfahren es ermöglicht, halt die beste Ideallinie zu finden auf der Strecke, sich die Bremspunkte anzusehen, da sie dann sehr ähnlich sind zum Grand Prix-Modus. Im Grand Prix-Modus hast du halt den Punkt, dass man mit der richtigen Leistung der Boliden fährt, aber schließlich dann mit der Reifenabnutzung und mit der Reifentemperatur zu spielen hat. Und man den perfektes Fenster findet für die Reifen. Und ja, dann kann man sich auch immer mehr rantasten, muss seine Bremspunkte natürlich dann auch mitten in der Runde öfters auch ändern, da der Reifenverschleiß ja an ist. Und finde es dann halt, ja, wenn man so einen Mix daraus macht, eigentlich sehr gut ist. Also ich starte meistens vor jedem Training, starte ich mit Zeitfahren, fahre ein paar Runden, fahre mich ein. Und dann gehe ich in Grand Prix rein und da ist eher das Problem, welches Auto nimmt man, um am besten das Online-Auto damit zu simulieren? Weil oft sind da große Unterschiede dazwischen. Also Belgien, 20 Uhr, wir haben aber noch vier weitere Strecken auf dem Plan und zwar Italien, Russland, Ungarn und Brasilien. Habt ihr da eine Favoritenstrecke? Also wenn ihr eine auswählen könntet, worauf freut ihr euch am meisten? Italien, definitiv. Kannst du da auch einen Grund nennen? Was findest du am Italien am besten? Naja, der schnelle Streckenfluss ist ja einer der schnellsten Strecken im Kalender und ich finde einfach, Pedal to the Metal ist einfach das Beste, was man machen kann. Und so viele Kurven gibt es ja auch nicht, ist auch weniger anstrengend. Und ja. Ja, Italien, ich meine, zum Alfa Romeo passt es ja. Insofern freuen wir uns da auch drauf. Micky Phipps, wie sieht's bei dir aus? Also ich finde, die zum Fahren beste Strecke davon ist Brasilien, aber meine besten Chancen habe ich in Russland, da die Leute da wieder sehr viel abkürzen werden und ich hoffe, ohne Zeitstrafen durchzukommen. Ja, also wir wünschen euch auf jeden Fall für die ganzen restlichen fünf Rennen
viel, viel Glück. Freuen uns auf Sonntag 20 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder mit ein. Und ich bedanke mich, dass ihr beide mit dabei wart. Jo. Das war auf jeden Fall ein extrem spannender und toller erster Test dieser Pilotfolge quasi der Talkshow. Ihr könnt gerne alles weiter in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet. Und wir freuen uns jetzt auf das Rennen am Sonntag, 20 Uhr, Belgien. Ich bin hyped, endlich nach 2 Wochen sind wir hier wieder im Studio in Berlin dran und dürfen das Ganze für euch kommentieren. Wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder mit ein und ihr freut euch auf den kurzen Rest, aber auch super spannenden Rest der Saison. Ich bin hyped und dann geht es weiter mit F1 2020. Weitere Informationen dann bestimmt auch schon am Sonntag im Rennen. Ja, ich bedanke mich auch natürlich an meinem Co-Kommentator, der mir zugeschaltet war. Mike, sehr, sehr schön, dass du mit dabei warst. Wir dürfen euch dann auch natürlich wieder zusammen auch begrüßen beim Rennen und ich sage jetzt ciao, schönen Tag noch und wir freuen uns aufs Rennen. Ciao. Wir freuen euch.